Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Bros. Endlich bin ich wieder da. Falls ich irgendwas geändert haben sollte im Punktestand, es tut mir sehr, sehr leid. Ich habe was verkackt und musste die Dateien nochmal wiederherstellen. Ja, das nur als kleine Information, falls ihr darauf geachtet haben solltet, obwohl ihr das wahrscheinlich eh nicht getan habt. Und direkt mal vorneweg, ich habe eine Ankündigung zu machen. Und zwar, es gibt ja zwei Nachfolger zu diesem Spiel. Und auf dieser Konsole ist nur einer drauf, nämlich Super Mario Bros. 2, aber in Form von Doki Doki Panic. Also das Super Mario Bros. 2, was damals, also zu dieser Zeit, in den 80ern eben Europa und Amerika bekommen haben. Nicht das, was Japan hatte. Das wäre dann bei uns Super Mario Bros. The Lost Levels. Warum sage ich das jetzt? Ganz einfach. Das liegt daran, dass das Spiel ja damals zu schwierig war, nicht bei uns rauskommen durfte. Nintendo durfte es nicht publishen. Und aus diesem Grunde haben sie uns halt ein anderes Spiel gegeben. Ja, natürlich würde ich das Ganze gerne trotzdem spielen, der Vollständigkeit halber. Allerdings ist es so ein bisschen kompliziert, ne? Man hat das Spiel nicht, man hat auch keinen Emulator auf dem PC. Was macht man? Man kauft sich Nintendo Online. Ich habe jetzt nämlich Nintendo Online und da, vielleicht wisst ihr das, wenn ihr auch selber eine Switch habt, da kann man ja sein Spielerlebnis erweitern. So NES-Spiele spielen und da ist The Lost Levels glücklicherweise dabei. Das heißt, ich werde beide Nachfolger spielen. Ja, finde ich auf jeden Fall nice, dass das jetzt möglich ist. Aber vorerst werde ich den Fokus auf aktuellere Spiele legen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es euch auch besser passt, so, oder mehr passt halt, ne? Ich werde nämlich Mario Maker 2 ja let's playen. Das habe ich ja auch schon am Ende reingeschnitten in einem anderen Video. What the? Ja. Genial. Och, boah, die Fresse. In einem anderen Video. Ah, oh, scheiße, habe ich vergessen, Save State zu machen. Naja. In einem anderen Video habe ich das reingeschnitten. Ich werde auf jeden Fall das Spiel auch spielen. Und deswegen jetzt erstmal kein weiteres Retro-Projekt, aber da wird schon noch was kommen. Vielleicht aber auch eher was Kürzeres und jetzt nicht The Lost Levels, weil ich habe so das Gefühl, das könnte durchaus sehr lange dauern. Und ich bin gerade echt so krass gut im Spielen, das ist einfach nur, weiß auch nicht, richtig heftig halt. Nee, Spaß. Also, nächste Sache zum Ankündigen und zwar wegen Mario Maker 2. Man kann ja Level spielen und natürlich auch Level bauen. Klar, sonst würde das Spiel ja nicht funktionieren. Und ich werde, wenn ihr das wollt, auch Level bauen. Da werde ich eine Abstimmung einblenden, am besten direkt schon hier, ob ihr Bock habt, dass ich halt mit euch zusammen quasi Level baue oder halt ein Video-Level baue. Weil das Ganze ist ein bisschen schwierig, ne? Das liegt halt daran, dass man die Switch ja so nicht capturen kann. Man muss sie ja am Fernseher sozusagen angeschlossen haben. Und das stößt uns natürlich vor das Problem, dass man da nur mit dem Controller arbeiten kann. Ich denke mal, dass es nicht so schlimm ist. Ich habe schon mal das ausprobiert mit dem Controller. Es geht auf jeden Fall. Aber selbst wenn ich das machen würde, ich würde nicht zu häufig Level bauen im Video. Ich hoffe mal, das ist nicht so schlimm. So, nun Fokus auf das Spiel. Das ist gerade das Wichtigste und sich nicht hier dumm verplappern. So, die Level bis jetzt waren nicht so herausfordernd, aber man sollte natürlich schon dran denken, alles immer zu saven, bevor man nachher einen dummen Fehler macht, so wie ich die ganze Zeit. Das bin ich auch gewohnt von der Switch, ich habe ja ein bisschen schon gezockt, dieses NES-Zeug, was da gibt. Und da ist es tatsächlich so, na gut, überhaupt sonst darf ich eh nicht nehmen, schade. Und da ist es halt so, dass man zurückspulen kann, wenn man ZL und ZR gedrückt hält. Also wie auf dem Super Nintendo Classic Mini. Und das geht hier natürlich noch nicht auf dem NES Classic Mini. Leider. Ja. Und irgendwas stimmt hier nicht. Also ganz ehrlich, entweder liegt es am Delay, das ich über das Aufnahmeprogramm habe, oder hier irgendwie am Spiel. Ich treffe das Zeug, aber es zählt nicht. Na gut, wird am Spiel liegen. Wegen den alten Hitboxen. Das war nicht meine Schuld, das war jetzt das Delay. Das war jetzt nicht ich. Definitiv nicht ich. Nee. Nee, war ich nicht. Okay, vielleicht war ich's. Aber es liegt schon im Delay. Es ist schon hart. So, wo war ich? Keine Ahnung. Bei Nintendo Switch Online.
Und beim Thema, ich bin hier gerade auch ein bisschen verwirrt, weil ich habe vorhin, vor der Aufnahme direkt, in meinem Aufnahmeprogramm eingestellt, Spiellautstärke auf 50. Jetzt ist sie wieder auf 49. Das ist so verwirrend, wirklich. Ich stelle das auf 50, ich mache das Programm zu, mach's dann anders wieder auf. Nee, wir machen das jetzt anders, das ist jetzt auf 49. Ich check das einfach nicht. Ich mach mich gerade richtig fertig. Was soll das? Hacker oder was? Oder ist er vielleicht der Game Master? Alter, bloß nicht. Ich will nichts mit dieser Scheiße zu tun haben. Diese Maus! Alter. Ich muss hier gerade jeden Skill und Nicht-Skill auf das Spiel oder das Aufnahmeprogramm schieben. Es tut mir leid. Aber meine Maus spackt herum, wie ihr wisst. Und wenn dann eben plötzlich das Bild groß wird und es laggt wie Hölle, ist das Spiel nicht sehr einfach. Na gut, war zum Glück am Ende jetzt des Levels. Oh yeah, ein Pilzlevel. Ich hasse Pilze. Das darf doch nicht wahr sein. So, und jetzt habe ich wieder vergessen zu speichern. Wir sehen uns gleich wieder. So, weiter geht's. Da bin ich wieder. Und wir fangen direkt mit dem nächsten Gesprächsthema an, das ich für heute habe. Auch wieder was Kleines und auch wieder zu Nintendo Online. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, Nintendo hat für die meisten Sachen online keine Server. Gut, die meisten haben Nintendo ja Zeit gegeben bis Smash Ultimate, aber selbst jetzt hat es noch keine Server. Smash Ultimate war letztes Jahr Dezember Release. Und das regt vor allem in Mario Maker auf, weil ich meine, das Spiel ist echt teuer und ich war schon sehr erstaunt, wie scheiße die Performance sein kann von einem Spiel, was so viel kostet. Ich meine, es liegt natürlich nicht am Spiel selber. Aber ganz ehrlich, Nintendo, what the fuck? Es ist schon unfair, dafür Geld zu verlangen. Ich meine, es mit dem NES-Zeug ist ja schön und gut. Aber das... Wieso ist das tiefer rot? Egal. Aber das geht gar nicht. Das müsst ihr euch so vorstellen. Ihr wartet erstmal so. Die Wartezeit ist, wenn ihr einen LAN-Adapter habt, meistens gar nicht mal so schlimm bei der Switch so, ne? Auf Gegner. Also im Multiplayer. Gegeneinander. In Mario Maker. So. Jetzt muss ich mal ganz kurz pausieren, weil ich glaube, das Castle wird ein bisschen intens. Jedenfalls... Das Ding ist, ihr wartet so, dann habt ihr so Mitspieler, okay, alles gut. Jetzt werdet ihr in irgend so ein Level geworfen, was eventuell scheiße ist. Und tatsächlich sind da gefühlt die meisten Level echt richtig scheiße. Und dann bemerkt ihr einfach so, ich will sterben, weil die Performance einfach so kacke ist. Ihr müsst euch das wirklich so vorstellen, es lag so krass, dass man eigentlich gar keine Eingaben machen kann, dass alles Zeitlupe ist. Das ist einfach so furchtbar teilweise. Richtig schlimm. Das ist nicht zum Aushalten und deswegen werden wir das wahrscheinlich auch gar nicht so oft spielen, aber ich werde es auf jeden Fall ab und zu mal machen. Ja, also ich werde versuchen, bis zu Rang S zu kommen im Let's Play. Werde ich natürlich dann auch über meinen Privataccount machen. Oh, ich kenne das Castle. Lol, ich erinnere mich daran. Ich werde es über meinen privaten Account dann machen, nicht über meinen Let's Play-Account auf der Switch. Liegt aber daran, dass... Schade, ich dachte, wir wären One-Up. Liegt aber daran, dass ich halt nur einmal Nintendo Online habe und nur einen Nintendo-Account habe auf meinem privaten Switch-Profil und nicht auf einem anderen. Oh, scheiße. Ja. Dammit. Das tut mir sehr leid. Ist natürlich ein bisschen unpraktisch, aber da muss ich dann halt hin und her switchen. Kann man auch nichts machen. Wir werden sehen, wie das wird. Aber jetzt, wo wir hier gerade beim Retro-Spiele spielen sind, eine weitere Sache, die mir aufgefallen ist. Und zwar habe ich schon wieder vergessen zu speichern. Kann das sein? Ja, kann es. Unfassbar, wie dumm ich bin manchmal. Nee, und zwar, ich weiß vom NES Mini, es gibt ab und zu mal Lags in Spielen, wenn mehr Gegner da sind, ne? Und das ist zum Beispiel in diesem Mario Bros. 2, was wir hier bekommen haben, auch der Fall. Jetzt dachte ich mir, okay... NES Mini hat natürlich keinen High-End, richtig krassen Prozessor so. Das wird daran liegen. Aber Leute. Leute. Nein. Es ist nicht so, wie ich dachte. Es ist aber so, dass Nintendo unglaublich faul ist und ich unglaublich behindert bin. Yay. Ja, warum faul? Nintendo verwendet erstens für dieses Switch Online NES-Gedöns genau die gleichen Games wie auf dem NES Mini. Nichts geändert. Also einfach NES Mini genommen und ein paar mehr Spiele. Und das auf die Switch gepackt.
und fertig. Geil. Aber, jetzt kommt's. Es liegt nicht am Prozessor des NES Mini, es liegt an der Optimierung des Spiels, dass es laggt. Weil es laggt auch auf der Switch an denselben Stellen. Auf der Switch! Alter! Nintendo, Top-Konsole raushauen, erstmal krasse Lags in 8-Bit-Spielen. 8-Bit-Spiele. Lags! WTF! Das... Scheiße, Mann! Was soll denn das? Aber das musst du auch erstmal schaffen, ja? Das ist fast schon eine Leistung, ein Rekord von Nintendo, ja? Ich meine, wenn das Ding Zelda hinbekommt, aber nicht Mario Bros. 2. Mario Bros. 2. Dann ist das einfach nur mehr als traurig. Wirklich. Na gut, vielleicht habe ich auch keine richtige Switch, sondern irgendein China-Fake, wer weiß. Na, glaube ich eher nicht. Naja. Aber Lags, die bleiben auch nicht in Zelda aus. Also, wir wissen alle, die Switch ist jetzt nicht so krass stark, ne? Von der Technik her, aber... Sollte in der Lage sein, 8-Bit abzuspielen, oder nicht? Weil ich meine, wenn es das mal bei Zelda laggt zum Beispiel, das ist mir auch passiert. Schon mal, richtig heftig sogar. Okay, ja, das kann sein, aber... 8-Bit, Junge! 8-Bit! Da muss ich einfach komplett los, weil das ist einfach komplett scheiße. Und sonst gar nichts. Ja, das war meine Meinung. Und ja, das war halt meine Meinung. Halt, hier ist ein Pilz. Du kleiner... Hau ab! Scheiße! Bitte sag, dass ich... Oh nein, ich hab... Scheiße, nicht schon wieder. Und erneut geht es weiter. Meine Fresse. Und wir brauchen mehr Themen. Mehr Themen. Ey. Ja. Also. Neues Thema. Mein Handy. Na gut, nee, das mache ich lieber im nächsten Part. Das passt jetzt hier nicht mehr rein. Was anderes vielleicht? Noch zu The Lost Levels. Oh nein, hau ab. Du kleines Arschloch. Du kleiner Mieser. Ja, zu The Lost Levels. Es ist ja ein Assi-Spiel, wie wir wissen. Oder besser gesagt, wie ich euch schon erzählt habe. Und wir alle kennen aus diesem Spiel schon die Warp Zones, die man unter anderem in Höhlenlevels findet, hinter dem Ziel, wo man sich dann in eine weitere Welt beamen kann. Das ist ja so an für sich wunderbar. Aber wenn da nicht diese eine Sache wäre, wäre das Ganze noch besser. Es gibt auch betrügerische Warp Zones. In diesem Spiel weiß ich nicht, ob es sie da auch gibt, aber in The Lost Levels. Ach du Scheiße. In The Lost Levels, da war einfach der unfassbare Todesbetrug der Todesbetrüger am Start. Ich so, ah, Moment, da kann man doch hinters Ziel. Lass doch mal gucken, was da für geile Scheiße auf mich wartet. Ich gehe da hin. Was kommt? Richtig. Warp Zone, denk mal so. Alter, lag schon wieder. WTF. Ja, Warp Zone. Ist ja geil, ne? Aber... Diese Warp Zone, ratet mal, welche Zahl darüber stand. Welt 1. Ich war so in Welt 3 oder 4 und war einfach bei einer Warp Zone für Welt 1. Und das Schlimme ist, du musst ja mal bedenken, wenn du damals auf dem NES gespielt hättest, könntest du ja nicht zurückspulen. Und du kannst ja auch in The Lost Levels nicht nach links zurück. Heißt, ich musste entweder die Warp Zone nehmen oder abwarten, bis ich an Timeout Death sterbe. Natürlich konnte ich zurückspulen dann. Aber auf dem NES damals war das einfach unfassbar hardcore. Ich meine, du schaffst so richtig viel und dann denkst du so, oh krass, Warp Zone, ich komme noch weiter. Nee, du musst alles nochmal von vorne machen. Genau diese Sache, die auch passiert, wenn man hier Game Over geht. Deswegen das Speichern und das Neustarten. Beziehungsweise das Reloaden von Save States. Yay. Und ich habe dran gedacht. Nice. Auf jeden Fall sehr sozial, Nintendo. Aber was soll man schon erwarten von Leuten, die mal eine Love-Hotel-Kette besaßen? WTF. WTF. Was war das gerade? Habt ihr das gesehen? Der Kugelwilli, das war voll der Gegentreffer einfach. Aber ich habe ihn getroffen. Und direkt danach hat ein anderer mich getroffen. Alter. Oh. Ach du Scheiße. Ich hasse solche Plattformen. Damals, als ich noch jünger war, auf dem Gameboy von meiner Mutter, ja, habe ich immer Super Mario Land gespielt. Und wenn solche Plattformen kamen,
haben. Und solche Plattformen, da hatte ich auch übelst die Probleme immer. Diese Plattformen sind scheiße, die sind klein, die Steuerung ist schwammig. Ach ja, richtig, das ist ein weiterer Grund, warum ich mich noch so richtig krass auf The Lost Levels freue. WTF, das war schon wieder ein Gegentreffer. Egal. Und zwar die Tatsache, dass da so eine richtig geile Steuerung ist. Die hakt so richtig geil und die ist so richtig schwammig und beschissen, so. So wie man sie unbedingt haben will in modernen Spielen. Yay! Also ohne Witz, die war richtig furchtbar. Besser gesagt, die ist richtig furchtbar. Schlimmer als das hier. Deutlich. WTF! Nee, verpiss dich, du Fragezeichenblock. Ich will dich nicht. Holy shit. Was geht hier ab? Christ. Ich meine, an manche Sachen aus dem Spiel erinnere ich mich ja noch. Ich habe es ja schon mal durchgezockt. Problem ist, an wichtige... Oh, scheiße! Oh, fuck. Scheiße, Alter. An so wichtige Sachen erinnere ich mich halt eben nicht. Nur noch an so visuelle, ah ja, diese Stelle, die kenne ich doch. Ja, und das war's. Halt, stopp. Ich fühle mich gemobbt. Muss ein Safe State setzen. Alter. Oh nein, oh nein, Blöcke, Blöcke, Blöcke. Oh! Ja, ohne Tod. Geil, Bowser, geh sterben. Bruder, was geht hier ab? Ja, thank you, Mario, aber die Prinzessin ist immer noch nicht hier, wie du weißt. Ja, leider weiß ich das. Meine Fresse, ey. Ich brauche eine Pause und muss irgendwas anderes aufnehmen, ganz ehrlich. Es ist schwierig, sich die ganze Zeit Gesprächsthemen zu suchen, ne? Pet, Alter. Weil dieses Spiel ist halt wirklich so, aha, okay, wir spielen durch, fertig. Hier gibt's nichts, wo man im Spiel drüber reden kann. Weil ich meine, so modern, so aha, da kann man noch drüber grübeln, wo die Starcoins sind. Hier gibt's halt gar nichts. Außer kleinen... Sorry. Das war nicht so gemeint. Ja, in The Lost Levels, da könnte man, glaube ich, auch noch grübeln oder über irgendwas reden. Aber das hier ist halt einfach, such dir ein Thema und such dir ein Thema. Doch da wusste er noch nicht, was ihn im nächsten Horrorpart erwarten würde. Na gut, dann passt's ja. Wenn wir nach diesem Level Schluss machen, dann haben wir auch einen Part mit einer ganz guten Länge, denke ich, für dieses Game. Und dann habe ich noch zwei Gesprächsthemen für den nächsten Part. Einmal was mit Minecraft und einmal die Geschichte mit meinem Handy und wie ich es fast zerstört hätte. Wenn ihr all das hören wollt, diese zwei Themen und noch ein bisschen mehr Gefehle sehen wollt, dann schaltet beim nächsten Mal Super Mario Bros. Auf jeden Fall wieder ein. Wenn ihr diese Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und inhaliert eine Socke. Und abonniert Need to Know. Ciao. Dann hat es meine Mutter schon wieder geschafft. Das war das dritte Mal. Sehe ich aus wie ein Japaner, dass ich das schaffen kann. Was? Was?